Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur 24. Folge auf der Ravenport. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle die Feier gut überstanden. Seid gut ins Jahr gerutscht. Ich weiß es bei mir noch nicht. Selbe Aufnahmesession wie gestern. Aber ich denke schon. So, wie bereits auch angekündigt, wir sehen heute Feld 1 ein. Damit wir alle Felder soweit dann bestückt haben, dann müssen wir nur mal gucken, was wir uns danach einfallen lassen, welche Arbeit. Ich würde aber schon fast sagen, wir bauen einfach mal einen Stall. Ich denke, das kann nicht schaden, denn die Schafe möchte ich schon relativ schnell haben. Einfach nur, damit wir was haben, wo wir uns drum kümmern können und damit es uns Geld bringt. Wir müssen dann nur einmal schauen, wenn wir den Schafstall platziert haben. Eventuell müssen wir da nochmal mit dem Landschaftsbau arbeiten. Denn ich glaube, das ist, oder der hat dann auch ein relativ großes Betonfeld um sich herum eingezäunt, also die eingezäunte Wiese mit Beton, Platz drumherum. So habe ich es, glaube ich, vernünftig ausgedrückt. Dann müssen wir gucken, dass wir das halbwegs vernünftig angepasst bekommen. Vielleicht machen wir auch einfach letzten Endes den ganzen Platz da vorne dann Beton. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wird wahrscheinlich eine ganze Ecke besser aussehen, aber komplett jetzt so einen riesen Betonplatz hin machen, fände ich nämlich halt auch blöd, ehrlich gesagt. Ich hau hier schon wieder Macken rein. Die müssen wir nochmal ausbessern. Ich versuche jetzt gerade mal eine gerade Bahn zu ziehen. Vielleicht können wir da dann gleich ordentlich dran langfahren. Ja, das wird dann schon mal nichts. Okay. Dann gucke ich einfach, dass ich keine weiteren Macken hier reinhaue. Dann schauen wir mal, was uns das neue Jahr bringt. Neues Jahr, neues Glück. Bei mir soll es videotechnisch erstmal noch so weitergehen, dass wir nur das Ravenport-Projekt hier laufen lassen. Es wird sich wahrscheinlich aber in den nächsten Wochen ergeben, dass ich wohl den PC-Building-Simulator zweimal die Woche laufen lasse. Das heißt, dann kommt die Ravenport nur noch fünfmal. Jetzt muss ich gerade überlegen. Fünfmal in der Woche und zweimal den PC-Building-Simulator. Da ich halt ja, nicht mehr wie ein Video pro Tag erstmal weiter, also weiterhin erstmal hochladen werde. Es artet sonst wieder in Stress aus. Und die Gefahr, dass dann Tage ausfallen oder Tage wieder dabei sind, wo ein Video ausfällt, das ist halt doch sehr, sehr hoch, die Chance oder die Gefahr. Ich quatsch mir schon wieder eins zurecht. Liegt aber daran, dass ich erkältet bin. Dann bin ich mal ein bisschen Banane im Kopf. Hab Nachsehen mit mir. So, deswegen haue ich mir hier auch einen Haufen Macken ins Feld, weil ich mich einfach nicht richtig konzentrieren kann. Aber was an LS-Videoprojekten eventuell noch dazukommen soll, da gucke ich nochmal, oder will ich auch noch ein bisschen abwarten, ob noch eine coole Karte hinzukommt. Dann würde ich nämlich gerne irgendwie ein Projekt laufen lassen unter einem, und ja, unter einem Hashtag, ja, nicht unter einem Hashtag, eigentlich eher unter einem Thema. Ähnlich wie es auf dem Hof Bergsee war, Viehzucht. Nur dass es halt dann nicht Viehzucht heißt, was weiß ich, irgendwas anderes. Biobauer Klaus oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Art. Wobei ich mich vielleicht jetzt nicht auf das Thema Bio drauf versteifen will. Ich denke mal, wir werden mit Sicherheit noch andere Themen finden in der Landwirtschaft, die man aufgreifen kann. Wird dann wahrscheinlich auch einfach stark von der Karte abhängig sein, was sich da sehr gut umsetzen lässt. Will ich jetzt halt auch noch gar nicht zu viel versprechen. Wie gesagt, ich warte halt einfach noch mal ein bisschen ab,
was sich hier an Karten und Mods ergibt. Und daraus wird sich dann auch wahrscheinlich einfach ein neues Projekt ergeben. Und dann werden sich die Videos auch weiterhin abwechseln. Es wird dadurch nicht so sein, dass ich dann zwei Videos pro Tag hochlade. Dann würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, zweimal Ravenport, zweimal das andere Projekt, zweimal den PC-Building-Simulator. Und einen Tag hätte ich dann noch frei für eventuell noch was anderes. Da wäre dann ja noch Luft. Und ich denke mal, so schaffe ich dann, trotz dass es pro Tag nur ein Video ist, oder sorge ich halt für ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal, sodass es euch nicht so schnell langweilig wird. Und auch mir beim Spielen nicht. Wobei langweilig wird es mir sowieso nicht. Aber zu oft, also weil ich halt nicht so der ausdauerndste Typ bin. Mir geht meine Felsbrunnen im Moment jetzt schon auf den Keks. Und das war eigentlich so gewollt, dass ich das auf so schwer spiele. Nur dass ich halt ja jetzt schon so viele Stunden da am Ackern bin, es geht einfach überhaupt nichts voran. Das ist überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Ich habe kein Problem damit, ewig lang eine Karte zu spielen, ewig lang ein Projekt zu machen. Nur muss auch für mich die Abwechslung dabei sein. Und wenn ich halt immer nur am Ackern bin, am Ackern bin, am Ackern bin, mit denselben Geräten, ich kann mir nichts Neues leisten, es kommt kein Geld dazu, es kommen keine Neuerungen, da hört es dann bei mir relativ schnell auf. Da bin ich einfach nicht der Geduldigste für. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wie gesagt, das wird in den nächsten Wochen sich ergeben, was wir da machen. Bis dahin läuft erstmal täglich Ravenport. Vielleicht haben wir ja bis dahin hier auch dann schon einige Folgen zusammen, dass es weiterhin spannend bleibt. Ich gebe mir auf jeden Fall größte Mühe, dass es für euch nicht langweilig wird. So, ich kann noch ein Thumbnail gebrauchen. Könnte ich mal schnell schießen. Hauptsache, ich fahre irgendwo hin, wo ich nicht hin will. Dabei war das Lenkrad komplett gerade eigentlich. So, ich hoffe mal, das Video kommt am Dienstag, genau, jetzt haben wir den Dienstag. Am Donnerstag soll meine zweite Konsole wieder ankommen. Da bin ich mal gespannt. Laut Foto war das eine von den neuen Modellen. Es gibt ja wohl mittlerweile ein neues und ein altes Modell. Die ich bisher hatte, waren beides dann das alte Modell und die neuen Modelle, die sind immer noch gleich aufgebaut, sind wohl ein bisschen verbessert worden. Habe ich mir sagen lassen. Werde ich aber gucken, sollte das ein neues Modell sein, würde ich auch gerne ein Video mal dazu raushauen im Vergleich, im direkten. Dann habe ich nämlich so beide und dann können wir mal, oder kann ich euch ja mal zeigen, wo da die genauen Unterschiede sind, ob es krasse Unterschiede gibt, außer kleine optische Unterschiede, ob es technische Verbesserungen gab, ob es sich besser drücken lässt, steuern lässt oder sonst irgendwas. Das Spoiler ich mal, also falls das wirklich eine neue Konsole werden sollte, kriege ich wieder so eine alte, dann kann ich es leider nicht vergleichen. Aber ich bin da guter Dinge. Denn ich hoffe mal, dass das alte Modell mittlerweile ausgelaufen ist. Weil das tatsächlich, ja, erste war genauso wie das Lenkrad schon kaputt. Nicht direkt kaputt, aber es hat halt einfach schon Faxen gemacht, mit denen ich jetzt nicht mehr leben konnte, war bei den Pedalen das permanente Signal auf der Bremse, im Lenkrad ein permanentes Signal nach rechts, dann war es auch verdammt ausgeballert schon. Und die Konsole, das war halt die, mit der ich am meisten gearbeitet habe, die rechte Konsole, wo die Knöpfe einfach schon, ja, manchmal mit einmal drücken schon ein Doppelsignal aufgenommen haben oder einfach gar nicht reagiert haben.
Und das wird dann irgendwann störend auf Dauer. Daher habe ich es einfach zurückgegeben. Beziehungsweise die Konsole gehörte halt, oder eine von den beiden gehört halt auch mit zum Lenker dazu. Musste ich also auch mit abgeben. Ging kein Weg drum rum, leider. Erstaunlicherweise habe ich, ich bin halt also in den Laden gegangen, wo ich es gekauft habe. Ich habe gesagt, ich möchte es gerne umtauschen. Hab eigentlich ganz fest damit gerechnet, dass es heißt, ja, schicken wir ein, 6 Wochen, 8 Wochen, dann hörst du was von uns. Damit bin ich halt ganz stark von ausgegangen. War aber nicht so. Der hat gesagt, ja, hier, gib mal her. Hat mir meinen Zettel ausgefüllt, ist in eine Abteilung gegangen, kam nach einer Minute wieder und sagt, ja, hier kriegst du, geh mit dem Zettel an die Kasse, kriegst dein Geld wieder, da wir kein anderes Gerät mehr haben. Ist also komplett ausverkauft und auch wirklich in jedem Elektrofachmarkt, den ich hier habe. Ich habe alle abgeklappert, beziehungsweise angerufen, nachgefragt, ob die noch so eine Konsole vorrätig haben, direkt im Laden. Dann wäre ich gleich los, man hätte mir eine neue geholt. War aber nicht verfügbar, in keinem einzigen Elektrofachmarkt. Und das waren ganze 7, 8, 9 Stück einer Zahl, wo ich es probiert habe. Also müssen einige von euch zu Weihnachten so eine Konsole gekriegt haben. Oder vielleicht nicht nur die Konsole, sondern auch gleich mit Lenkrad dazu. Wobei der eine Elektrofachmarkt mir sogar sagte, dass sie die Konsole gar nicht einzeln bestellen. Bei denen gäbe es tatsächlich nur das Bundle, Lenkrad plus eine Konsole. Was ich gar nicht wieder dann jetzt hätte kaufen wollen, weil Lenkrad brauche ich nicht nochmal. Und vor allem habe ich es damals sehr günstig gekauft. Jetzt der Preis für das Bundle liegt bei 250 Euro, soweit ich das überall gesehen habe. Die Konsole einzeln bei 140. Und ich habe damals für das ganze Bundle 190 bezahlt. Also würde es halt völlig überflüssig sein und komplett daneben, wenn ich mir noch Geld drauflege, um mir halt wieder das Bundle zu kaufen, was ich überhaupt nicht mehr benutzen möchte. Reicht, dass die Konsole einzeln schon so teuer ist. Und dann bleibt halt noch ein bisschen Taschengeld über, was ich mir wegpacken kann für weiteres Equipment zum Aufnehmen und Streamen. Hat ja auch was. Dann habe ich da auch wieder ein bisschen Taschengeld, kann schon mal was sparen. Auch da will ich mal gucken. Ich will mal meine ersten Greenscreen-Erfahrungen sammeln. Ob ich es letzten Endes überhaupt umsetze, ist eine andere Sache, denn das Fenster ist jetzt ja nicht allzu groß. Also ich habe ja gar nicht so viel Hintergrund bei mir. Am meisten von dem ganzen Kamerabild nimmt ja tatsächlich meine hässliche Fresse ein und der Stuhl. Und das wären halt die beiden Faktoren, die ich nicht rausscreenen würde. Alles andere ist ja halt gar nicht so viel. Dementsprechend muss ich mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, einen Greenscreen zu kaufen. Anders wird es vielleicht, wenn ich eine andere Kamera irgendwann mal habe, die einen größeren Aufnahmewinkel hat. Dann würde es sich wahrscheinlich schon wieder rentieren. Aber wie gesagt, ich will damit mal einfach Erfahrung sammeln, gucken, wie verträgt mein Computer das in Verbindung mit Stream und Aufnahme. Also wundert euch nicht, wenn demnächst sich da mal was ändert. Wenn es auch nur testweise ist. Soll sich auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr nochmal einiges verändern an mein Equipment. Wobei wir da jetzt noch ein paar Wochen abwarten. Es soll jetzt ja im Januar was Neues zum Artikel 13 geben. Da warte ich halt tatsächlich drauf. Und bin auch verdammt gespannt, was sich da ergibt. So, da habe ich ein bisschen rumgeschlampt beim Modifizieren der Karte. So, jetzt hauen wir hier mal die ganzen Lücken noch weg, die ich hier reingeballert habe. Und dann haben wir das auch schon fertig. Waren ja auch doch einige Lücken. Die sollte ich auf jeden Fall ausbessern. Vor allem hier vorne.
Ich glaube, wir müssen dann auch mal gucken, was unser Equipment hier so macht. Hatten wir die Sämaschine schon mal repariert zwischendurch? Wenn nicht, sollten wir das vielleicht mal dringend tun. Ich hasse es, wenn ich tun sage. Ich hasse das Wort tun. Es gibt, gut, es gibt Satzbauweisen, da ist das sogar korrekt. Aber generell hasse ich das eigentlich und ich mache es aber so oft. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. Vor der Kamera zu sprechen ist, ja. Ist manchmal noch komisch. Obwohl ich schon über ein halbes Jahr mache. So, zusammenklappen war hier die Taste. Korrekt, passt. Und Kamera ist hier. Jawohl, dann haben wir das doch hingekriegt. Nächste Folge können wir nochmal düngen. Und dann können wir auch schon die Ernte angehen. Die Felder sind fertig hier drüben. Ja, sehr schön. Dann kommt doch gar keine Langeweile auf. Das passt ja. Das passt wie die Faust aufs Auge. So. Jetzt kann ich mir mal zeigen, dass man hier schon mal eine Ecke besser rüberkommt. Hochkommt. Wird dann wohl auch mit Tridem-Anhängern nicht mehr so ein großes Problem sein. Okay, während ich hier einparke, Leute, verabschiede ich mich schon mal. Wir haben es für heute schon wieder geschafft. Zeit ist leider vorbei. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich dafür, dass ihr dabei wart und zugesehen habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich sehe, ihr lasst ja doch das ein oder andere Däumchen da. Haut noch fleißig Kommentare rein. Da bin ich immer gespannt, was da so bei rumkommt von euch. Antworte natürlich auch furchtbar gerne. Ja. Jetzt bin ich so konzentriert, dass ich die Hälfte, glaube ich, vergessen habe. Aber ich habe, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen düngen und Ernte beginnen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.